Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super einfaches Rezept für eine Spaghetti-Pizza mit Salami. Dafür als erstes zwei Eier, 125 ml Milch, eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer in eine kleine Rührschüssel geben und anschließend alle Zutaten mit einem Schneebesen gut miteinander verquälen. Als nächstes ein Pizzablech oder eine Springform mit Backpapier auslegen, 400 Gramm gekochte Spaghetti in der Form verteilen, die Ei-Milch-Mischung über die Spaghetti gießen, danach 200 ml passierte Tomaten gleichmäßig auf der Pizza verstreichen, alles mit einer ordentlichen Prise Oregano, Salz und Pfeffer würzen und jetzt können wir die Pizza belegen. Als erstes mit ca. 100 Gramm geriebenem Käse und zum Schluss mit Salamischeiben. Alternativ geht hier natürlich auch jeder andere Belag, ganz wie ihr wollt. So kommt die Pizza dann in den vorgeheizten Backofen für 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Anschließend aus dem Ofen holen und so sieht die fertige Spaghetti-Pizza dann aus. Außen wunderbar knusprig und innen super saftig. Anschließend die Pizza nur noch in Stücke schneiden und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.